wichtig, dass der Körper losgeht, ohne Bergeilen, ja, als veröffentlichtes Element zusammen. Das wird jetzt die spannende Geschichte. Wir sind in der 9. Runde und gleich mit der große Preis von Japan in Suzuka fahren. Der Nico gibt das Tempo vor, ohne Quatsch dabei zu sein. Ja, das ist fast der Höhe. Extrem langsam oder sowas. Aber das Safety Car ist jetzt Alvederci, tschüss. Und jetzt, ab jetzt ist nur Nico zuständig. Wie schnell er fährt, es geht überlassen. Und vor allem, wann er losfährt, ist ihm überlassen. Der kann oder liegt jetzt schon voll beschleunigen. Wenn ihm das so passt, dann muss er nicht auf die Safety Car liegen. Attackiert er. Das wird mit Sicherheit da gleich am Anfang versuchen, einen Angriff zu starten. Da kommt die Safety Car Linie. Da ist die weiße Safety Car Linie. Früher war es ja Start und Ziel und jetzt da haben wir die weiße Safety Car Linie am Anfang von Start und Ziel. Hamilton ist in Angriffsposition. Hamilton könnte aus dem Windschatten attackieren. Aus dem Windschatten und aus dem Spray. Aber noch bleibt Nico Rosberg vorn, vor Lewis Hamilton. Dahinter die beiden Williams, dann Danny Ricciardo. Der Vettel hat einen Platz gut gemacht. Denn einer der McLaren ist definitiv mal nicht mehr vorne. Mann, wie ist das? Den Einsatz hat er ja eh durch den Ausfall von Fernando Alonso schon geerbt. Also Vettel jetzt Siebter. Rosberg, Hamilton, Bottas, Massa, Ricciardo, Magnus, Vettel. Das sind die ersten Ziele. Ja, James Button hat tatsächlich das gemacht, was man bei McLaren besprochen hat, hat sich Intermediate geholt. Weiter. Hülkenberg ist 11. Sutil 13. Aber das war schon der Neustart oder der erste richtige Start, den wir uns erhofft haben, mit Action und mit schon dem ersten Angriffsversuch zumindest von Lewis Hamilton gegen Nico Rosberg. Vettel gegen Magnussen. Ja, der Magnussen die Nase vorn behalten beim Lautbeschleunigen, wir sehen das. Und der Funkspruch war über Visibility. Massa jammert hier und stellt fest, die Sicht ist so schlecht. Ja, es regnet, das sieht man in der Regel. Ja, Magnussen, das Geburtstagskind, sich gut verteidigt gegen Sebastian Vettel. Und vorne die beiden Mercedes haben schon eine richtige Lücke rausgefahren, auch Bottas und Magnussen. Wahnsinn, wie die da schon weggekommen sind. Und vor allem die Rosberg auch schon von Hamilton bekommen. Da ist ein Rolli-Versuch. Ja. Sergio Perez geht in der Mitte. Ja, auch nochmal kurz erklärt, wenn die Sicht verschlecht ist, was macht man dann? Ja, ein privates Mittel im Rennauto, nicht nach vorne schauen, sondern auf die Seite schauen. Diese Auto ist natürlich noch nicht freigegeben. Vor Hamilton, ja, auf die Seite schauen, dann kann man sich orientieren, wo die Bremspunkte sind und wo die Strecke ist. Das erste Slice und die Rot, vor allem, wo man langsamer fährt, wird das Spray auch viel weniger da, wenn man wieder die Hügel. In Kurve 3 ist das Auto mit der Startnummer 13 in der Strecke gewesen. Ja, das wird gewinnt. Das der Auto. Das Rosberg jetzt schon 1,3 Sekunden von Lewis Hamilton weg ist, ist natürlich auch der Sicht- oder den Sichtproblemen von Lewis Hamilton ein bisschen geschwommen, wo er ja mit dem Spray hinterher mehr fährt. Deshalb war der auch so heiß darauf, sofort zu attackieren. Also, your match saved ist, du fährst genauso schnell wie die Mercedes. Ne? Und das war ein guter Move, das hat man gesehen. Er ist auf Intermediates unterwegs. Ja, also ich sehe das ein bisschen anders. Er ist eine ganze Sekunde langsamer als Rosberg im ersten Streckenabschnitt. Noch war das vielleicht ein riskanter Move, aber sicher kein guter. Erster Sektor, da war aber nicht nur langsamer als Rosberg, sondern auch Hamilton, der deutlich am Streck. Ja. Happy to stop. Ricardo sagt, jawohl, wir probieren was anderes. Wenn ihr wollt, mach ich da mit. Jetzt sind wir gleich an der Box einfach, wenn wir sehen, ob er wirklich macht. Ein
früher und vielleicht riskanter Wechsel bei den Verfolgern ist eine Sache, ein früher und vielleicht riskanter Wechsel bei den Spitzenreitern eine ganz andere. Also das müssen jetzt viele wieder in die Richtung gehen. Ist Mercedes jetzt bewusst konservativ? Ja, natürlich. Wenn du vorne bist, musst du immer konservative Strategie fahren. Hinten, da kannst du Risiko eingehen, wie du willst. Also. Der am meisten vorne war und auf hinters rausgefahren ist, war Valtteri Bottas. Und der ist jetzt hinter Jenson Button rausgekommen. Das heißt also, nach meiner Rechnung müsste Bottas jetzt siebter oder so sein. Schauen wir mal, wie das sich so ergibt, wenn alle einmal vorbeigefahren sind. In der abgelaufenen Runde hat Nico Rosberg nur im dritten Sektor Zeit verloren auf diesem Jahr. Da hat er mit Sicherheit ein bisschen einen kleinen Verbrenzer drin gehabt. Das ist nämlich die Schikane, wo Lewis wieder aufgeholt hat. Jetzt sind wir on board mit Nico Rosberg. Ja, das war die richtige Ansage. Inters sind im Moment noch langsamer, aber wir wollen immer ein bisschen antizipieren. Was fehlt denn so ein Jensen Button? Button fährt im Moment 1,55, damit ist er 1,5 Sekunden langsamer als Rosberg fahren. Also noch ist es ein bisschen früh, aber man muss da einen richtigen Crossover finden zwischen wie viel früher muss ich kommen, obwohl es zu früh ist, weil ich dann hinterher einen Vorteil habe. Das ja, muss ein bisschen erfahren entscheiden. Wir müssen auch ein bisschen gucken, wann kommt die nächste Regenwolke. Und wenn dann doch wieder ein bisschen über Schauer kommt, es soll gegen 16 Uhr wieder regnen, dann wird vielleicht wieder ein Rückwechsel von dieser Felix auf anderen Reifen nicht unter die Schmelzung. Das war genau der Punktbruch von Nico Rosberg. Jetzt kommt Massa Mittel. Hätte dann in der Zwischenzeit sogar die Kontakt 4 nach vorne. Die beiden Mercedes fahren vorne Tapfer und Regen als Reiter. Ein Tick schneller als Nico Rosberg und Vettel hätte fast Massa da in der Box kassiert. Aber es bleibt in der Reihenfolge, aber wenn ich es richtig sehe, sind sie beide vorbei an Danny Ricciardo. Also, das heißt, da ist so eine.